Ja, hallo Leute, ein neues Review heute von mir. Und zwar geht es um den Kaya Premium Shisha Tabak Nut and Slut. So sieht die OVP aus. Hier kosten 200 Gramm 15,90 Euro. Man kann es, glaube ich, noch lesen. Kommt in dieser schönen schwarzen Dose rein. Und was ich mittlerweile bei manchen gesehen habe, ich glaube, Maridan waren die ersten, die haben hier so einen Deckel drauf, der das Ganze verschließt. Und ja, so sieht der Tabak selber aus. Ist ein feuchter Tabak, hellbraun, sehr feucht und ein sehr angenehmer Schnitt, so wie ich ihn eigentlich am liebsten habe. Das erste Problem, was ich hatte, das ist auf jeden Fall, man sieht es hier am Rand, eine sehr dicke Dose. Ja. Das erste Problem, was ich da fand, ist, die Dose ist zu klein für den Tabak. Also ihr könnt ihn nachher reinfüllen, dann ist er bündig, aber wenn ihr dann stehen lasst und die Molasse und die Aromen sich unten abgesetzt habt und ihr ihn durchmischen wollt, gibt das halt eine Schweinerei. Naja, Nut and Slut, ich finde das ja eigentlich immer schön, wenn Tabakmarken oder der Name nicht verrät, was dahinter steckt. Ja? Ich habe mal gegoogelt und habe auch direkt was gefunden. Es soll ein Mix aus Zitrone und Ananas sein. Ich bin ja ein absoluter Ananas-Tabak-Fan. Ja? Also wenn ihr einen Ananas-Tabak habt, wo ihr sagt, den musst du unbedingt probieren, schreibt ihn mir in die Kommentare, den werde ich dann absolut mal probieren. Ja, Nut and Slut, hier seht ihr noch die Nuss, ja, und eine Zunge, die die Nuss leckt, ja, wir lecken alle gerne Nüsse, natürlich. Ja, wonach riecht das Ganze? Er riecht auf jeden Fall erstmal sehr süß, ja. Und wenn ihr mir die Augen verbunden hättet und nicht gesagt, dass das ein Kaya-Tabak ist, ich hätte direkt dran gerochen, dann hätte ich gedacht, das ist ein ausländischer Fantasia. Also von der Chemiekonsistenz, nenne ich es mal so, riecht der direkt, hätte ich direkt an einen Fantasia gedacht. Wenn man dann genauer ein bisschen riecht, merkt man so eine leichte Zitrusnote. Und darüber stoßt dann das Ananas. Das Ananas ist hier dominant, was ich nicht gedacht habe, weil meistens ist ein Ananas-Tabak sehr mild. Ich habe das selber mal versucht, einen Ananas-Tabak herzustellen und habe den mit Aromen vollgeklatscht, weil ich ihn intensiver wollte. Aber wenn ihr ihn zu intensiv macht, dann schmeckt er wiederum nicht. Ja? Also es gibt da nur eine sehr leichte Grenze zwischen gut und schlecht sozusagen. Mir gefällt der von Starbucks zum Beispiel ziemlich gut, nur der müsste halt intensiver sein. Aber wenn er zu intensiv ist, ist er wiederum schlecht. Er riecht sehr fruchtig, sehr süßlich, hat diese leichte Fantasia-Chemienote. Persönlich sehr angenehm. Auch wenn man die Zitrone kaum riecht. Ja, was ich schade finde, weil ich glaube, diese Kombination Zitrone, Ananas ist sicherlich sehr geil. Ja, Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Ich rauche auf meinem Sapphire Funnel mit zwei lang die Caralufolie und drei Prikos. Was ich als erstes sagen muss, bevor ich zum Geschmack komme, ist, dass der Tabak sehr hitzeresistent ist. Ja? Das kenne ich normalerweise nur von dem amerikanischen Hookafina, dass wenn ihm mehr Hitze gibt, der Tabak nicht verbrennt oder drückt, sondern einfach nur mehr qualmt. Ja? Dadurch verliert er natürlich den Geschmack, aber er qualmt einfach ins Unendliche. Wenn man ihn normal raucht, hat man auch eine gute Rauchentwicklung und der Geschmack bleibt intensiv. Ja, intensiv ist hier immer relativ, denn wie ich gerade eben schon gesagt habe, einen Ananas-Tabak, den kannst du nicht so, ich sag mal, wie so ein Traube Minze machen, den du da voll klatscht. Das geht einfach nicht. Beim Rauchen verschwindet das, was ich gerochen habe, diese Fantasie-Chemienote voll. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt rauche und sage, oh, das ist eine Chemiebombe. Sondern man hat diesen leichten Zitrusgeschmack. Und der wird einfach überdeckt von diesem Hauch, von dieser leichten Ananasnote. Finde ich sehr geil persönlich. Also von mir gibt es eine Kaufempfehlung, weil ich mag Ananas einfach. Ja. Er kriegt von mir 7 von 8 Punkten und nicht die schon fast Höchstzahl 8 von 10 Punkte, weil es halt, da fehlt so ein bisschen die Zitrone, die könnte ein bisschen
intensiver sein und die Ananas auch noch einen Ticken intensiver. Also die von Starbucks ist definitiv besser. Die ist ein bisschen intensiver, die Ananasnote. Ansonsten ist es ein solider Tabak, der mir persönlich schmeckt und den ich immer wieder gerne rauche. Das war es auch schon wieder von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.